Der FCK ist auf Rekordjagd, was Zu-Null-Spiele angeht. Den Zu-Null-Rekord, den hält aktuell noch Erzgebirge Aue. Die schafften das Kunststück 24 Mal in einer Saison. Die Zeichen für Kaiserslautern stehen aber gut, denn der FCK ist defensiv so stabil wie noch nie in seinen 59 Jahren Profifußball. Trainer Marco Antwerpen muss heute die Abwehr umstellen. Boris Tomiak ist gesperrt, 10. Gelbe. Dafür rückt Götze in die Dreierkette. Dort spielt er zusammen mit Winkler und Kraus. Vorne fällt Terence Boyd kurzfristig wegen Krankheit aus. Er wird durch Daniel Hanslik ersetzt. Die Marschroute heute ganz klar, ein Sieg. Tabellenplatz 2 festigen. Kaiserslautern in Rot. Erstes abtasten. Aber Ferl steht dicht gestaffelt. 5. Minute, Eckball. Das ist die Aufgabe für Hendrik Zuck. Kurz gespielt auf Wunderlich, wieder Zuck. Erster Warnschuss der Männer in Rot. Beim SC Verl gibt Michel Kniert seine Premiere als Trainer. Er hat sein Team auf 4 Positionen verändert. 8. Minute, Zuck. Doppelpass mit Wunderlich. Zuck zum Zweiten. Hendrik Zuck, der Kapitän, geht voran. Das Duo Zuck-Wunderlich, es funktioniert. Zuck visiert die lange Ecke an, da wäre Tiede nicht mehr rangekommen. 8. Minute. Aber der SC Verl versteckt sich nicht. Hohes Pressing. Bark auf Putaro. Und dann ist der Ball im Tor. Überraschung im Fritz-Walter-Stadion. Leonardo Putaro schießt den Außenseiter in Führung. Raab, natürlich sauer. Putaro mit seinem 7. Saisontreffer. Götze kann Putaro nicht stoppen und dann schlägt's plötzlich ein. Gegen die aktuell Top 8 der Liga hat Verl in dieser Saison nur einen Punkt geholt. Heute führt der SC beim Tabellenzweiten am Betzenberg. Marco Antwerpen natürlich stinksauer. Das hat sich der FCK komplett anders vorgestellt. Wo bleibt die Antwort der Pfälzer? Redondo. Hinten lauert Hercher. Philipp Hercher. Schöner Flankenwechsel. Hercher hat alle Zeit der Welt, doch der Ball, der geht in die Wolken. Der FCK drückt. Einwurf wieder Hercher. Wunderlich verlängert. Zuck! Hendrik Zuck ist der Mann der ersten Minuten. Verl kriegt den Ball nicht sauber geklärt. Wunderlich sieht Zuck und der aus 8 Metern. Der FCK hat das Spiel jetzt fest im Griff. Götze, Riesenchance für Felix Götze. Da ist er vielleicht selbst ein bisschen überrascht. Kraus verlängert den Ball und Götze bekommt den Kopfball nicht mehr nach unten gedrückt. Dann mal wieder der SC Verl und der Ball rutscht durch zu Rabihic Raab. Matteo Raab. Kraus verliert das Kopfballduell und Rabihic aus 11 Metern. Raab auf der Linie allerdings bärenstark. Trainer Antwerpen draußen, er pustet tief durch und dann sieht er, wie seine Mannschaft marschiert. Redondo, Kenny Prinz Redondo. Wenn die Pfälzer schnell umschalten, dann sind sie gefährlich. Wieder Eckball, wieder eine Sache für Hendrik Zuck. Die Langen, die sind jetzt vorne mit drin. Winkler, 1-1. Das wurde aber auch Zeit. Alexander Winkler mit seinem ersten Saisontor. Der FCK, der ist wieder da. Der Abwehrhühne Winkler, 1,90 groß. Da setzt er sich gleich gegen 3 Ferler durch. Und aus dieser Distanz ist Tiede chancenlos. Zuck mit Maßflanke. Und Winkler vollstreckt. Alles wieder offen.
Aber der SC Verl zeigt sich unbeeindruckt. Perno! Und der kann auch mal reingehen. Die FCK-Abwehr, sie ist heute nicht immer sattelfest. Futaro serviert und Perno kommt unbedrängt zum Kopfball. Glück für die Pfälzer. Dann ist Pause. Marco Antwerpen sucht das Gespräch mit Schiedsrichter Marco Fritz. Die knapp 18.000 Fans am Betzenberg sind aber zunächst mal erleichtert. Noch ist alles drin. Durchgang 2. Freistoß, Zuck. Kopfball, Kraus. Erste Duftmarke nach Wiederanpfiff. Doch da fehlen gut und gerne 3 Meter. Der FCK bleibt aber druckvoll. Es geht weiter über Ritter. Honslik verpasst. Wunderlich, schießt Kobos an. Und dann nochmal Hercher. Wir schauen nochmal genau drauf. Honslik rutscht der Ball über den Spann. Wunderlich wird geblockt. Und Hercher verzieht. Kaiserslautern jetzt im Minutentakt. Hercher Doppelpass mit Honslik. In der Mitte lauert Götze. Felix Götze, Riesenmöglichkeit. Götze hat die Führung auf dem Fuß. Rausgespielt ist das erste Sahne. Aber Götze muss hier das Tor machen. Der FCK will es jetzt wissen. Redondo setzt nach, bedrängt Lannert. Und was ist denn das für ein Ding? Das kann ja gut und gerne mal ins Auge gehen. Christopher Lannert bringt seinen Schlussmann ohne Not richtig in Schwierigkeiten. Dann kann Verl endlich mal für Entlastung sorgen. Rabihic auf Putaro. Rabihic lauert völlig frei in der Mitte, aber das Zuspiel ist zu unsauber. Ein Doppelpass hätte hier fast die FCK-Abwehr ausgehebelt. Die Pfälzer im Glück. Aber dann hat der FCK das Spiel gleich wieder fest im Griff. Honslik auf Götze. Felix Götze, und er kann wieder nicht finalisieren. Es ist einfach nicht sein Tag. Honslik stellt Götze schön frei, aber dem 24-Jährigen rutscht der Ball über den Fuß. Es ist mittlerweile ein Spiel auf ein Tor. Ritter mit einem schönen Seitenwechsel. Zuck. Hercher, Honslik, Kinderspiel. Aber der Jubel erstickt. Zu Recht. Denn als Hercher abzieht, steht Kiprit klar im Abseits. Weiter geht's. Der SC Verl bleibt mutig, schaltet immer wieder schnell um. Aber Ritter hat aufgepasst. Ritter auf und davon. Er marschiert und er marschiert. Keiner kann ihn aufhalten. Drin das Ding. Der FCK dreht das Spiel. Der Betzenberg. Der explodiert. Marlon Ritter, 27 Jahre alt, viertes Saisontor. Und was für ein schönes. Erst fängt er den Konter ab. Und dann macht er sich auf die Reise. Durch die komplette Spielhälfte des SC Verl. Lässt einen nach dem anderen stehen. Und der Abschluss durch die Hosenträger von Thiele. Ein Treffermarke, Tor des Monats. Wunderschön und so wichtig. Und der FCK, der hat noch lange nicht genug. Kiprit, auf und davon, auf dem Weg zum 3:1. Nein! Mohamed Kiprit. Ähnlicher Laufweg wie zuvor Ritter. Egal, Kaiserslautern schlägt Verl mit 2:1. Hartes Stück Arbeit, sind nicht so gut in die Partie reingekommen. Haben uns dann aber gesteigert. In der ersten Halbzeit waren wir das 1-1 noch, hatten vorher 2-3 große Chancen. Wenn wir die machen, läuft das Spiel ruhiger. Aber zweite Halbzeit einfach Kompliment an die Mannschaft. Wahnsinnig gefeitet und das Ding noch gedreht. Wir hatten da wirklich 15 Hochkarätige, mich natürlich eingenommen. Müssen wir eigentlich schon früher ein Tor machen und ja, wie gesagt, belohnen uns dann mit dem Siegtreffer und haben das dann gut zu Ende gespielt. Ich glaube, wir haben es in dem Moment halt als Mannschaft benötigt, dass einer noch irgendwie einen Geniestreich hat. Haben sehr, sehr viele Chancen liegen gelassen, aber wie wir halt Fußball gespielt haben, zweite Halbzeit, das war schon stark. Wenn man Lauf hat, dann nimmt man ihn mit. Nicht groß drüber nachdenken, am Dienstag Gas geben in der englischen Woche und möglichst viele Punkte mitnehmen. Und Sie würden am liebsten alle mit zum Auswärtsnachholspiel. In 3 Tagen geht's für den FCK gegen 1860 München. Dann machen die Pfälzer vielleicht den nächsten wichtigen Schritt zum Aufstieg. Kaiserslautern bleibt auf Kurs in Richtung Liga 2.